Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Degusta-Box hineinschauen. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Foodbox, also wirklich, ne? Du solltest dieses Video eigentlich am besten nicht hungrig schauen. Danach könntest du gegebenenfalls Hunger bekommen. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die erscheint jeden Monat, kostet 15,99 € pro Box und pro Monat. Und wenn du meinen Code verwendest, bekommst du sie, beziehungsweise die erste Box für 9,99 €, müsste der Code Claudi sein. Und ja. Jetzt gucken wir uns den März mal an. Ich darf, weil es eine Kooperation ist, übrigens auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, jetzt machen wir einfach mal den Deckel auf. Ich habe das eben schon aufgeschnitten und ich habe Hunger. Es ist 18 Uhr am Sonntagabend, wo ich das Video drehe, ne? Ich hab echt, also Bedarf. Und dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Das hier ist der Flyer. Goodbye Winter, Hello Spring ist das Motto. Hier sind die Produkte aufgeführt. Teilweise gibt es Alternativen. Nö, gibt keine Alternativen. Jeder hat das Gleiche drin, das ist cool. Und hier haben wir dann einmal dann auch Flyer drin enthalten. Snacken for you, das ist einfach für ein Produkt, was hier wahrscheinlich in der Box auch drin ist, ein Flyer. Und dann gibt es hier noch die Degusta-Box Cold, die kannst du günstiger bekommen mit einem Wert von über 30 € für 16,99 € anstatt 22,99 €. Schau gerne in der Infobox vorbei, ich verlinke dir das einfach alles mal. Auch eine ganz coole Box, muss ich sagen. Jo, dann haben wir hier einmal, da kann ich es nicht hinschmeißen, da liegt gerade Sammy. Mache ich das auf die Seite. Und dann starten wir mit etwas, oh, da habe ich so Bock drauf, Leute. Entschuldigung. Ja, ich weiß, es tut mir leid, ich bin verfressen. Nutella Biscuits. Oh mein Gott, ich hatte sie noch nie, aber ich habe so Bock da drauf. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich sag's euch. Und das sieht gut aus. Es ist sicherlich nichts irgendwie Hüftgoldschonendes oder so, aber oh, Timmy, das ist nichts für dich. Schokolade dürfen Hunde nicht. Das ist nicht gesund für Hunde. Aber für Frauchen ist das ganz wichtig. Oh. Ich bin so ein richtiges Nutella-Kind. Bei mir gab es damals auch immer nur Nutella. So schauen die Kekse einmal aus. Das sieht richtig gut aus mit diesem Herz. Ne? Das ist schon schön. Mmh, mega lecker. Mega gut, Leute. Mmh, mmh. Ich frage mich in solchen Momenten immer, es kostet nur 2,99 €. Warum kaufe ich mir sowas nicht, wenn ich im Laden bin? Ne? Keine Ahnung. Aber dafür liebe ich einfach die Degusta-Box, weil sie monatlich halt einfach Sachen zu mir bringt, die ich im Laden mich irgendwie nicht getraut hätte zu kaufen. Keine Ahnung. Mm. Das schmeckt richtig lecker. Also die Tüte, die ist sowas von schnell gleich leer hier. Wow. Glücksgefühle mit Namaste, ayurvedische Mischung bekommen wir. Mit Anis, Zimt und Orangenschalen. Ich glaube, den mag ich nicht. Ne. Ich glaube, das ist nicht unbedingt was für mich. Also es hört sich nicht so an, dass ich den gerne trinken würde. Orangenschalen ja, aber Anis und Zimt, nee. Ne? Das ist schon sehr gewagt. Nee. Nee, nee. Nee. Aber ist ja nicht schlimm. Es kann nicht immer alles jedem schmecken. Vielleicht mag mein Freund das, ne? Das ist immer die Sache. Am besten hat man solche Boxen ja auch irgendwie in der Familie oder in der WG oder so, wo du verschiedene Geschmäcker auch drin hast, weil Geschmäcker sind verschieden und man möchte ja auch den ganzen Inhalt der Box verwenden, ne? Snacking for you, plant-based crunch, vegan. Okay, Gouda-Geschmack. Das ist natürlich jetzt hardcore, ne? Da habe ich jetzt eben schön mir den Nutella-Kram reingezogen und jetzt kommt Gouda-Geschmack hinterher. Sowas hatte ich auch schon mal, sowas mag ich. Das mag ich wirklich gerne. Das sind so kleine Käsebällchen quasi. Oh, so aufgepoppte Dinger. Das ist schon lecker. Und das ist vegan? Wie kriegen die denn den Käsegeschmack da rein? Das ist krass. Das ist auf Kokosölbasis mit modifizierter Stärke. Mhm.
Ja, normale Stärke, Meersalz, Wasser, natürliche Aromen, Olivenextrakt und ein Farbstoff. Und Vitamin B12 ist hier auch noch mit drin. Ja, kann man machen, ne? Also heutzutage die Lebensmittelindustrie, die ist ja krass unterwegs, muss man wirklich an dieser Stelle mal erwähnen. Da habe ich auch selber dran gearbeitet, dementsprechend. Und da kannst du viel mit verrückten Dingen machen. Hier habe ich ein Produkt, da kann ich euch sogar einen Code von mir nennen. Just Cloudy, da bekommst du das Bratkartoffelgewürz gratis mit dabei bei Just Spices. Hier haben wir das Ingwer-Shot-Gewürz. Da kannst du dir selber einen Ingwer-Shot anrühren. Das müsste ich aber selber auch noch da haben. Muss ich unbedingt mal wieder verwenden. Weil eigentlich ist es so, so einfach. Einen halben Teelöffel einfach mit 50 Milliliter Wasser oder Saft vermischen. Und dann hast du entsprechend einen Ingwer-Shot. Hieraus bekommst du 30 Shots. Und das ist Sammy übrigens hinten. Und das Coole ist einfach, dass sowas richtig lange haltbar ist. Ne? Das hier ist jetzt bis zum 3.3.2024 haltbar. Wenn du dir normalerweise diese Ingwer-Shots, auch wenn da mehrere drin sind, halt kaufst, das ist immer nur irgendwie maximal einen Monat oder so haltbar. Ich finde es cool und erinnert mich jetzt schon wieder daran, dass ich das mal wieder verwenden möchte. Das ist was für meinen Freund. Nukao, Dark Nougat, The Good Choc, Organic Vegan Fair. Ich finde auch mittlerweile, dass die veganen Schokoladen gar nicht mehr so vegan in Anführungsstrichen schmecken. Also du schmeckst fast keinen Unterschied mehr zwischen der normalen Schokolade und der veganen Schokolade. Und Nougat ist voll sein Ding. Mal gucken, ob er das... Er wird es ja lesen, ne? Er wird dann ja sehen, dass es halt vegan ist. Aber ja, vielleicht feiert er das halt auch total. Also die ein oder andere vegane Schokolade, die ich auch mal in Boxen drin hatte, habe ich ihm gegeben. Und er fand es lecker. Dann habe ich hier von Sirio etwas drin. Piselli, Gartenerbsen sind das. Jo, wenn man mal Bock auf Erbsen und Möhren ohne Möhren hat, dann kann man sich die Erbsen machen. Die kannst du dir aber auch zusammen mit Nudeln oder so machen. Also hier gibt es auch ein Gericht hinten drauf abgebildet, was sehr lecker aussieht. Mit Pasta und Zucchini. Mmh, nom nom, richtig lecker. Ja, ne? Also wir sind normalerweise HelloFresh-Kunde, das heißt sowas... habe ich dann einfach bei uns in der Vorratskammer stehen und immer wenn dann, so wie diese Woche zum Beispiel, aufgrund von Eis und Schnee leider nicht geliefert werden konnte, muss man sich einen Alternativplan überlegen für die Woche und ja, dann kann man sowas auch integrieren. Ne? Dann habe ich hier, auch gut, von Dabo Bio-Erdbeere, Marmelade einfach drin enthalten, sowas finde ich immer super, weil ich gerne Marmelade halt esse, aufs Brot oder auf Nudeln oder... auf verschiedenen Dingen und deswegen ist es ganz toll, dass wir Dabo mit dabei haben. Ja, Bio-Erdbeere. Schön. Ich weiß gar nicht, was ist eure präferierte Marmeladenrichtung? Also ich persönlich bin am liebsten so ein Kirschfan. Ah, mein Freund bringt gerade Julius ins Bett. Zack, Jalousien gehen runter. Sehr, sehr cool. Ja. Rotkohl habe ich hier drin. Wie geil ist das bitte? Mein Mildessa Genießer Rotkohl. Das ist halt auf eine Portion, ne? Wie witzig. Kannst du in der Mikrowelle oder im Kochtopf machen. Das ist wirklich cool. Und sowas hält sich halt auch richtig lange, genau bis Oktober. Und dann kann ich halt einfach, wenn ich mal demnächst wieder Bock auf Rotkohl habe, Rotkohl machen, weil mein Freund mag nicht so gerne Rotkohl. Dann habe ich aber meine Portion da. Das ist toll. Ich feiere das gerade hart. Finde ich richtig cool. Wir haben halt in der Degusta-Box sowohl so ausgefallene Sachen oder neue Sachen wie das Nutella-Biscuit oder diese Snackin-for-You-Geschichten mit dabei, als halt auch so Basic-Sachen wie Rotkohl zum Beispiel, ne? So, dann habe ich hier diese Winter-Edition Red Bull Feige Apfel Energy Drink. Hatten wir, glaube ich, mal. Mochte mein Freund nicht ganz so gerne, weil Winter-Edition. Warum mochte er das nicht so gerne? Ist ja eigentlich Feige und Apfel. Keine Ahnung. Sonst kann ich das ja mal probieren, ne? Aber eigentlich schmeckt sowas doch total lecker. Keine Ahnung. Ja. Ja, also, ja. Hier steht halt für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen, ja. Aber das hält sich ja noch eine Weile. Dann kann ich das irgendwann in 2 Monaten oder so mal trinken. Warum nicht? Kommt in den Kühlschrank. So. Oh, da haben wir sogar 2 von. Ne? Nicht schlecht. Und dann habe ich hier noch was drin. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Jim Berry Red Summer Berries Bourbon Spritz. Sparkling Fresh and Fruity. Ja, ne? Alkoholisches Mischgetränk, Mixgetränk. Wir haben hier halt immer irgendwie auch ein bisschen Alkohol mit dabei. Bin ich jetzt nicht so begeistert drüber. Also muss für mich jetzt eigentlich nicht sein. Aber gut, es ist halt drin. So, dann ist hier noch was etwas besser eingepacktes. Denn hier ist das nächste alkoholische Getränk scheinbar. Ja, das ist Hacker
Pschorr, ernsthaft? Hacker Pschorr, Münchner Hell. Ja, das ist ein helles Bier, ne? 0,5 Liter. Das werde ich dann auch in den Kühlschrank packen, dass wenn dann mal Besuch vorbeikommt oder so und der Besuch Bock auf ein Bier hat, dann kann man halt so ein Bier anbieten. Läuft. Ja gut, ein Bier. Kann man sich auch durchprobieren. Also in der Zeit, wo halt wirklich mein Freund und ich halt auch gerne noch das ein oder andere Mal ein Bierchen getrunken haben, fanden wir das auch cool, sich mal durchzuprobieren. Denn wir haben halt auch durch die Verwandtschaft die Möglichkeit, dass jemand Inhaber eines Getränkehandels ist und da konnten wir uns dann auch mal so ein bisschen durch verschiedene Biere oder Säfte oder so durchprobieren. Das war schon cool, ne? Ist auch wirklich eine ganz schöne Geschichte. Deswegen ist es so zum Ausprobieren auch gar nicht so verkehrt, sowas in der Box mit drin zu haben. Man muss halt einfach nur dann hoffen, dass der ortsansässige Getränkehandel dann auch entsprechend diese Biersorte führt. Sonst hat man etwas ausprobiert, was einem richtig gut gefällt und dann ärgert man sich. Aber das hier war jetzt der Inhalt der Box. Ich fand den jetzt wirklich gut. Mich persönlich flashen sowieso diese Nutella Biscuits. Was ich gar nicht essen mag, sind diese oder trinken mag, ist dieser Tee tatsächlich. Da frage ich meinen Freund. Das Bier ist dann für einen Besuch. Das Red Bull werde ich aufbewahren, dass ich das dann irgendwie nach der Stillzeit mal, das Red Bull, genau, dass ich das dann mal zu mir nehmen werde. Und der Jim Beam, frage ich meinen Freund, ob er Bock drauf hat, weil eigentlich trinken wir beide schon ganz gerne mal einen Whisky, ne? Ja. Vielleicht mag er das ja. Ansonsten schöne Produkte in der Box drin enthalten, die auch wirklich brauchbar sind. Und wie gesagt, Basic-Produkte, aber auch ausgefallener. Schreibt mir aber gerne mal, was ihr von dem Boxeninhalt haltet. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!